nominiert worden ist, als beide Benders absagen mussten. Schweden mit dem Tor, Tobias Hüsen. Der Führende in der Torschützenliste in Schweden, ausgehend von einem weiten Abschlag von Wieland, Kopfballverlängerung, der Pass im richtigen Augenblick von Larsson. Toivonen lässt durch. Und durch die Beine von Neuer. Kein Abseits. Koca Niklic. 1:1 Situation alleine von Neuer. 2:0. In der Wiederholung auf die Positionierung der Innenverteidiger. Es kommt der Ballverlust hier im Mittelfeld. Lahm zu weit vorne. Die Mannschaft weit aufgerückt. Hummels kommt nicht mehr hin. Und Koca Niklic, der Mann vom FC Fulham, macht das 2:0 für Schweden. Deutschland mit der Chance auf eine Aufholjagd. Die vielleicht jetzt schon beginnt. Özil, Tor! 2:1. Das Geburtstagskind. Mit seinem schwächeren Fuß, mit dem rechten. Deutschlands bester Schütze in der EM-Qualifikation, Mesut Özil, mit seinem 8. Tor. Eingeleitet von Kruse, mit ein bisschen Glück der Ball noch abgefälscht und dann das Tor von Mesut Özil. Und da auch Hüsen. Fast energischer als Jansen, der da Glück hat, dass er im Ballbesitz bleibt. Kruse. Özil und das Tor von Mario Götze. Nach 0:2 steht es 2:2. Ganz stark die Aktion vorher hier von dem Mann mit der 9. André Schürrle an der Mittellinie gegen zwei Mann. Hier. Hat er sich durchgesetzt und über Kruse, Özil, kommt der Ball zu Mario Götze. Sechstes Länderspieltor für den 21-Jährigen. Fehlpass und da geht Schürrle. Verfolgt von Nilsson. Schürrle. Nilsson ist da. Schürrle. Deutschland führt. André Schürrle, der Mann der zweiten Hälfte bisher. Bei dem leichten Tackling im 16er fällt er nicht um. Er bleibt stehen und sucht seine Torchance. Sie sehen es gleich nochmal. Hier Nilsson. Der Fehlpass, erlaufen von Schürrle, hier attackiert von Nilsson und er fällt nicht um, sondern er zieht vor, hier am Trikot gezogen, das Tor zu erzielen. Das 2:2 vorbereitet, das 3:2 selber erzielt, André Schürrle von Chelsea London. Verliert Antonsson die Orientierung. Götze zu Schürrle. Schürrle!
Was hat der für einen Zug zum Tor? Doppelpack für André Schürrle. Das hat er noch nicht erlebt in der Nationalmannschaft. 4:2. Erstmal gut gemacht von Götze. Und dann hier verliert Antonsson den Überblick. Kruse bleibt am Ball. Ein Tor als Ergebnis des guten Pressings. Schön verzögert, kurz den Ball angehalten. Und diesen Mann hält heute keiner auf. André Schürrle 4:2. Wir sehen, hat er sich davon gestohlen. Ist das wieder so ein verrücktes Fußballspiel wie vor einem Jahr in Berlin? Nur noch 4:3. Achtung, und Marcel Janssen reklamiert hier abseits. Aber es war für meine Begriffe gleiche Höhe. Das zweite Tor von Hüseyin. So, ja, ganz schwer zu sehen. Hummels Kopfballsieger, Kroos, Götze, wieder Kroos, Schürrle, was ist denn das für ein Abend? Was ist denn das für ein Abend für André Schürrle? Ich fasse es nicht. Sein drittes Tor. 5:3. Wieder 8 Tore bei Deutschland gegen Schweden. Ausgangspunkt ist gewonnene Kopfballduell von Hummels. Und dann geht's über Götze und Kroos. Und da suchen sie immer André Schürrle. Bengtsson kann nicht eingreifen. Und es steht 5:3. Solche Tore macht man nur, wenn man vor Selbstvertrauen nur so platzt. Wird sein Trainer auch gerne sehen in London. José Mourinho, den regelmäßig...